Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 54 und bin Klemmbaustein-Messi. Und heute zeige ich euch von einer kleinen, feinen Klemmbausteinschmiede aus Österreich, nämlich von Stoneheap, die Setnummer SH-001 und das ist die legendäre Emma. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Wer kennt sie nicht? Emma, die kleine Lokomotive der königlichen Lummerlandbahn. Ihr wisst schon, Lummerland, die Insel mit den zwei Bergen. Wer so ungefähr mein Jahrgang ist, der kennt's vielleicht noch von der Augsburger Puppenkiste her. Und die Jüngeren unter euch, vielleicht von einem der beiden Filme, die in den Jahren 2018 bzw. 2020 erschienen sind. Und zwar Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer oder Jim Knopf und die wilde 13. Stoneheap, die kleine Klemmbausteinschmiede aus Österreich, die haben sich der Lizenz gewidmet, und zwar der beiden Filme aus den Jahren 2018 und 2020. Sie haben das also mit offizieller Lizenz, ihr seht die Logos da unten, und haben dann auch offizielle Bilder nehmen können. Und ich finde, die Schachtel ist wirklich hervorragend gestaltet. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich kein Schachtelsammler bin. Und bisher hat es auch nur eine Schachtel geschafft bei mir in die Sammlung. Das ist die vom Galaxy Bricks Ship, dem Community-Projekt, das damals unter der Regie von Die Klemme erschienen ist. Und das wird definitiv Schachtel Nummer 2. Auf der Rückseite sieht man noch die kleine Lokomotive, wie sie in den Filmen erschienen ist, und die Umsetzung aus Klemmbaustein. Natürlich geht es nicht 1:1, aber ich finde, die Lok wurde wirklich gut getroffen. Zur Anleitung, ja, man hat zwar einen schwarzen Hintergrund, trotzdem sind die schwarzen Teile gut zu erkennen, weil mit hellblauen Linien das Ganze gut umrandet ist. Also es lässt sich wirklich gut bauen. Ja, dann kommen wir doch zum Objekt der Begierde. Fangen wir mal mit dem Untersetzer an, weil das Ganze ist als Standmodell ausgelegt, das ist auch auf der Schachtel so beschrieben. Diese Schienen gibt es ja neu nicht mehr, die werden ja schon seit vielen Jahren nicht mehr produziert, aber die sind aus dem 3D-Drucker und die klemmen hervorragend. Ich blende am Schluss noch ein Bild ein, da sieht man dann, wie die Schienen auch von unten aussehen. Also wirklich gut gemacht und das Ganze ist stabil. Ja, dann kommen wir doch zu Emma. Wie gesagt, ich finde sie wirklich gut getroffen und sie ist, wie gesagt, als Standmodell konzipiert. Und auf den Schienen hält sie auch wirklich gut, also da steht sie gut. Es gibt aber auch ein paar kleine Kritikpunkte, zum Beispiel eine Sache, die mich stört, das ist der Schornstein. Der ist eben nur mit einer Noppe befestigt und das ist eben eine Noppentechnik. Ich bin kein Freund davon. Man sieht es hier auch an der Seite, das ist auch nur an einer Noppe befestigt. Und wie man es anders lösen kann. Ich meine, das sind Brick Modified mit einer Noppe auf der Seite, aber die gibt es ja auch mit zwei Seiten. Ich habe sie hier mal eingesetzt. Ich habe sie leider nicht in Schwarz. Na, kriegen wir das irgendwie hin? Okay. Ja, die Cam spielt nicht so mit, aber ihr seht wahrscheinlich, was ich meine. Also grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem, das Ganze mit zwei Noppen zu befestigen. Und auch wenn das vielleicht im Stud.io nicht möglich ist oder in einem anderen Programm, diese Round Plates, die kann man auch bedenkenlos, wenn die Noppen nicht 1:1 übereinander stehen, ihr seht hier den leichten Versatz, das funktioniert damit hundertprozentig. Also wäre auch kein Problem, das mit zwei Noppen zu lösen. Aber nur ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten, wie gesagt, ich finde die Lok wirklich klasse getroffen. Sie gefällt mir sehr und ja, das war es eigentlich auch schon. Den Link, wo ihr die Lok kaufen könnt, nämlich direkt bei Stoneheap, findet ihr unten natürlich in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt zum Schluss natürlich noch ein paar Fotos und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!